So wie beim Bogenschießen, bei den Bögen gibt es unterschiedliche Zuggewichte. Warum? Weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kraft aufwenden können. Und es gibt unterschiedliche Anwendungsgebiete. Und für Steamboat und für Armbrüste gilt das in gleicher Weise. Es gibt jetzt 6 unterschiedliche Zuggewichte bei der Firma Steamboat. Und wenn dir das irgendwie interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Steamboat 30 Pfund Wurfarm, den kennen wir. Du kennst auch den 55 Pfund Wurfarm, das ist die Standardversion, die ausgeführt wird oder ausgeliefert wird. Und dann gibt es den 90 Pfund Wurfarm, den Pro Wurfarm. Das sind die 3, die es gibt. Es kommen aber noch 3 dazu. Das ist auch ein guter Anfang, aber das ist nicht gut genug. Das hat sich zumindest die Firma Steamboat gedacht und hat 3 neue rausgebracht. Übrigens, billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link in meinen Shop. Du kannst die Teile natürlich alle bei mir erwerben. So, aber jetzt kommen wir zu den neuen Teilen. Es gibt einen 75 Pfund Wurfarm. Das heißt, der liegt zwischen den 55 und den 90er drin. Könnte man sagen, wozu braucht man das? Verspreche ich, werde ich noch erzählen. Dann gibt es für, ich will mehr, 120er Pfund Wurfarm. Das ist dieses schöne Teil hier, der nennt sich Magnum-Bogen. Also der ist einfach 120, da tut sich schon einiges. Und es gibt einen 150er, das ist der Hunting, beziehungsweise ich nenne den Survival-Bogen. Also der ist wirklich schon absolut irre, 150 Pfund. Ja, das sind die neuen Wurfarmgewichte, die es jetzt gibt. Fangen wir mit dem Zuggewicht 75 an. Was ist da die Idee? Standardmäßig wird 55 Pfund ausgeliefert und das ist für viele einfach viel zu schwach. Nämlich, das ist viel zu schwach, verstehe ich. Dann kann man auf den 90er umrüsten, das war zumindest bis jetzt so, aber der ist dann vielleicht wieder ein bisschen zu stark. Und daher macht man ein Mittelding. Das ist auch für Damen zum Beispiel ein Thema. Meine Frau kann den 90 Pfund Wurfarm nicht aufspannen, schafft sie nicht, ja. Den 75er sehr wohl. Das heißt, hier wird eine Lücke geschlossen zwischen den 55 und 90, die einfach geschlossen gehört, und das macht dieser Bogen hier. Wichtig dabei ist, der wird so ausgeliefert mit den klassischen Kunststoff-Endkappen, wie wir sie von Steamboat kennen. Denn es gibt dann noch etwa eine Neuheit, die Alu-Endkappen, die bei den stärkeren Zuggewichten zur Anwendung kommen. Passt alles, super, der nennt sich Advanced. Dass diese Bögen natürlich mit der Tactical, mit der Compact und der Survival von Steamboat kompatibel sind, das ist eh ganz klar. Es gibt übrigens auch einen neuen Klappschaft-Adapter, den habe ich vorgestellt am Bogensportkanal, oben beim i-Klicken oder im Beschreibungstext oder im ersten Kommentar gebe ich da den Link dorthin. Auch der ist jetzt wiederum neu und besser, aber weiter mit den Bögen. Der Magnum-Wurfarm mit 120 Pfund wird standardmäßig mit Alu-Endkappen ausgeführt. Also das ist die Kunststoff-Endkappe und das ist die Alu-Endkappe. Warum ist das so? Es werden solche Zuggewichte und solche Kräfte frei und zum Beispiel auch bei einem Leerschuss, den man sowieso immer vermeiden muss. Auch wenn es auf YouTube lustige Leute gibt, die Leerschüsse herzeigen und sagen, das ist alles kein Problem. Das macht man nicht. Ja. Das schädigt das Material vielleicht schon beim ersten Mal, aber dann erst beim 10. Mal mit Mikrorissen. Und dann reißt sich die Sehne in den Bogen hinein und dann ist er kaputt. Und das ist für alle Beteiligten sehr unangenehm. Daher bitte keine Leerschüsse, aber sie können trotzdem passieren. Und dann würde es eine Kunststoffkappe hier komplett zerreißen. Ich hatte diese Teile ja schon zum Testen bei mir, noch ohne Aufschrift und coolen Design, sondern einfach nur so. Und wir haben herumgeschossen um die Weihnachtszeit und mit den Kunststoffendkappen einmal einen Fehler, einmal ein Leerschuss und die zerreißt da. Und mir hat es zum Beispiel beim 150er Pfund Wurfarm, beim 120er die Sehne hier reingearbeitet und aufgeschnitten. Also Alu-Endkappen sehr, sehr wichtig. Übrigens, Steamboat hat jetzt für diese Magnum und für den Hunting auch eben Magnum-Sehnen entwickelt, die mit einem speziellen Material, billig eigentlich, ich gebe da unten den Link, da kriegst du alle Informationen, schau dir das an, die einfach haltbarer sind. Den 120 Pfund Wurfarm kannst du auch noch mit der Tactical, mit den Spannkrallen schön spannen. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber der hat wirklich Wumms. Der hat wirklich, wirklich Wumms. Hier haben wir den Hunting, beziehungsweise ich nenne den Survival-Bogen, 150 Pfund, absolut irre, auch Alu-Endkappen, die Magnum-Sehne, die absolut notwendig dafür ist, passt natürlich auch in alle Bereiche rein, also in alle Varianten, in die Compact würde ich den nicht einbauen, da zieht man im Endeffekt nicht. Ich bin der Meinung, dass der tatsächlich für die Survival die perfekte Lösung ist, weil das für eine Einzelschussarmbrust absolut großartig ist. Du kannst ihn natürlich in die Tactical mit einbauen. Auf Dauer bin ich mir nicht sicher, ob das die Spannkrallen mitmachen. Natürlich kann man das noch aufspannen, aber meiner Meinung nach, der große Vorteil von dieser Steamboat Stinger liegt ja darin, dass ich eine leichte, kompakte Armbrust habe,
eine leichte, kompakte, nicht ein großes Teil, schwer, wuchtig, sondern klein, leicht, kompakt. Das ist der Vorteil. Und daher bin ich der Meinung, dass der 150 Pfund Wurfarm, natürlich kann man den reinmachen, aber für hohe Schussfolgen, wenn du jetzt wirklich bum, 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 bum schießt wie verrückt, einfach nicht die richtige Wahl ist. Bei der Survival Einzelschussarmbrust super, bei der hier meiner Meinung nach nicht. Es gibt da nämlich noch einen Punkt, über den man nachdenken muss, wenn du oft schießt, ja, wenn du jetzt dreimal schießt, zehnmal oder sowas, okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, heute am Nachmittag schieße ich 100 Mal, dass die Mittelwicklung natürlich hier relativ rasch leiden wird, wenn du eine Armbrust hast, die Spannkrallen hat, weil diese Sehne hier vorne bei jedem Mal schießen anklopft, anreibt. Also da schön schmieren beim 150er. Und dann, wenn du das wirklich alles machst, dann hat er wirklich was. So, das war jetzt das Vorstellungsvideo zu den einzelnen Wurfarmen. Wenn du die Schusstests sehen willst, dann komm auf meinen Bogensportkanal. Ich gebe dir hier oben beim i den Link direkt auf das Video. Dann kannst du am Bogensportkanal die Schusstests anschauen. Und ich gebe dir hier unten im Beschreibungstext und auch im ersten Kommentar ebenso den Link. Das heißt, wenn du sehen willst, was die Teile drauf haben, dann komm vorbei. Ich gebe dir natürlich billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann holst du vielleicht eine Universalhalterung oder all die anderen Teile, die wir für die Stinger, für die Flat, für die Adder, für viele andere Armbrüste, ja, und auch Luftgewehre und für Messer in der Reini-Rossmann-Werkstatt Made in Austria für dich machen. Da würde ich mich jetzt schon bedanken und sage yeah, yeah, yeah. Daumen nach oben, nach unten, Kommentar sowieso, dein Reini-Rossmann. Ciao einfach.